Mein Inventar ist voll, ja? Natürlich ist mein Inventar voll. Dann können die scheiß Weizenkörner mal weg. Warum ich die auch besitze? Ich hab keine Ahnung. So. Kommt da was weg, kommt da was weg. Und hier auch nochmal. So. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, super. Gut, Mammut, aus dir wird noch was. So. Da sind meine Kabel. Kabel. Hier vielleicht mal weg. Macht jetzt keinen Sinn. So. Jo. Und hier wieder Wasser rein. Müssen wir halt auch mal wieder Kohle holen. Weil Kohle ist ganz toll. Sollte jeder haben. Auch möchten leben. So, dann kommst du da raus. Ich sollte vielleicht meine magnetische Rüstung ausziehen. Das hat Vorteile. So. Alles drin, ne? Einmal hin, alles drin. Jo. Dann holen wir uns nochmal hier der Dingens mit der Dungens. Man nennt es auch Kohle. Und dann hat das dann auch wieder Strom, kann auch wieder vernünftig wachsen. Und wir haben dann halt irgendwann in Klammer TM auch mal wieder Dinger. Warte. 1, 2, 3. So. Da können wir nämlich in jeden Ofen erstmal 5 reinpacken. Oh, hey, Meteoritenschild hat mal was abgewehrt. Hey. Wupp, wupp. Hey. Warte mal, Zeit. Ständig. Es ist halt überall nur explodieren. Und im Endeffekt passiert nichts. Und davon jede Menge. So. Dann müsste das jetzt hier gleich wieder vernünftig laufen. Aber halt auch nicht. Na gut, der ist noch nicht völlig aufgeheizt. Ich meine, das Ding hat ja jetzt Strom. Aber es will natürlich jetzt gerade nicht so, wie ich das will. Ich hasse es. Das sind so Schaltkreise, die ich bisher noch nicht so hundertprozentig verstehe. Sind schon mal 55%. Ich sehe jetzt hier zumindest keine Blitze wirklich aufleuchten. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen skeptisch. Ja, laufen aber. Ja, jetzt sehe ich auch, dass sie hier blinken. Es kommen halt nur keine Blitze raus, das ist okay. Gut. Da haben wir nämlich gleich auch wieder ein paar Certus-Quarz-Dinger. Womit ich dann hier mal die Produktion auch mal wieder ein bisschen vorankriegen könnte. Wodurch wir wieder eine weitere Festplatte bauen können und. Als erst machen wir aus denen da gleich noch mehr. Weil es so schön ist. Wir haben ja Flints, habe ich gehört. So ein paar. Reicht erstmal. Hoffe ich. Ja, ja. Und dann kann man immer noch weitersehen. Wie und was und wo.
Wenn das Ganze hier mal eine eigenständige Produktion ist, mit eigener Flint-Produktion, vielleicht auch mit beschleunigter Flint-Produktion, dann sieht das auch nochmal anders aus. Aber das dauert halt noch ein bisschen. Aber wir sind noch jung, wir haben ja Zeit. Guck mal, wir sind fertig. Fertig sind sie, hab ich gesagt. Fertig. Ich brauche Platz im Inventar. Natürlich brauche ich Platz im Inventar. Ich brauche immer Platz im Inventar. Guck mal, jetzt komme ich hier rein. So. Euch hier. Flup. Flup. Euch hier. Flup. Und da haben wir noch 12. Ist schon mal besser wie nix. Die werden so schnell erwachsen. Meine kleinen feinen Kristalle. Guck mal, was hier runtergefallen ist. Obsidian. Stell dir das mal vor. Hammer, oder? Richtig Hammer. So. Hier Le Gerät. Es arbeitet. Dann schauen wir doch mal. Wir haben doch hier ein bisschen davon schon mal fertig. Ein paar Dichtungen. Da können wir vielleicht schon ein bisschen was werkeln. Haben wir denn Rohre dabei? 23. Das ist ja schon mal etwas. Na, guck mal, wir haben sogar noch welche im Inventar gehabt. Vorzüglich. So, welches ist der schnellste Weg von hier aus, ne? Dann zapfen wir doch mal das hier an. Erstmal. Komm. Ist das denn so schwer? Das ist immer so der schnellste Weg, der mir gerade einfällt hier für Wasser. Können wir natürlich halt später irgendwann nochmal anders machen. Aber gleichzeitig denke ich mir auch so, warum? Warum sollte ich das tun? Ne? So, muss ja ungefähr auf ja, diese Linie hier. Hier, diese. Okay. Ob das reicht, ist so eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hat da hinten auch mal irgendein Tank da irgendwas zu tun. Irgendwann mal. Bis dann irgendwann mal der Tümpel hier leer ist. Hier, ne, wird Ausbeutung vom Land aber richtig betrieben. Lustig wird's halt dann, wenn wir halt nochmal hier so eine Tierabschlachtfabrik irgendwann mal haben und sowas. Wiesenhof, ist gar nichts dagegen. Ist ja schlimmer als Nestle. Was? Das Wasser brauchen die Tiere für ihren Lebensraum? Ach, scheiß drauf. Ich brauche dafür meinen Profit. Nicht? Mach doch Nestle so. So eine gute Firma. Hab ich gehört. Okay. Dann brauchen wir natürlich noch mehr. Aber wir haben auch das gleich so, dass wir halt da kein Ding ist mehr nachfüllen müssen. Ich brauche meine Rüstung. Zack. So. Aua, aua. Aua. Aua, ruft der Power. Und das Mammut auch. Weil wegen, warum nicht? Kann man ja mal machen, Aua sagen. Ne? Ist ja legitim. So. Die Kakteen hier nochmal ganz leicht streicheln mit der Handkante. Genau. Brave Kakteen.
Gute Kakti. So, dann müsste ich eigentlich auch nochmal gucken, ob wir nochmal ein Goldrohr hätten. Aber ich gehe mal davon aus. Guck mal, wir haben sogar noch ein Rohr gerade gekriegt. Das hat er wahrscheinlich irgendwo mal so ein bisschen verbuggt. So, da ist nicht so hundertprozentig halt erschienen ist hier. So, zack. Und die restlichen Sandsteinrohre, die wir haben, die müssten eigentlich reichen. Müssten halt dann nur mit Wasser befüllt werden. Ja, ja. So, machen wir kurz Lucky Lucky hier. Goldrohre. Eins brauche ich nur. So. Was wir haben, das haben wir. So, die Dinger sind jetzt hier wahrscheinlich fertig. Jo, sieht gut aus. Sieht sehr vollständig aus. Packen wir erstmal hier rein. Sowieso erstmal gucken, was wir denn da jetzt genau wieder machen müssen. Wir brauchen dafür Redstone und Glowstone, ne? Haben wir eigentlich beides da. Ist ja schon mal schön. Ja. Und gucken wir mal gleich, was wir da vielleicht bewerkstelligen könnten. Ob wir da mal wieder eine Festplatte zusammenkriegen. Oder nicht. Ja, mal versuchen wir jetzt hier nochmal das Wasser da anzuschließen. Habe ich da nämlich auch schon mal weniger zu tun. Muss da auch nicht mehr die ganze Zeit beigehen. Ja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und das Mammut sowieso. So, nein, ich trichte das Ding. Zack. Goldrohr, Dichtung. Hey, das ist ja nicht das Goldrohr. Ist nicht wahr. Ich will da raus, danke. Manchmal ein bisschen unvorteilhaft, wenn du hier diesen Betonbogen Boden hast, mit dem du da schneller laufen kannst. Aber naja, ist wie es ist. So. Das reicht noch nicht ganz. Brauche ich noch, keine Ahnung, zwei, drei Rohre. Das kriegen wir aber auch noch hin. Ne, hier unten brauchen wir auch noch eins, ne? Ja, weil das ja noch nicht weit genug war. Stimmt ja, da war ja was. Ach ja, ach ja, ach ja. Okay. Stimmt ja, von hinten war ja das Kabel. Das Kabel, Kabel, das Kabel, Kabel, das Kabel, 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 das Kabel, Kabel. Ich habe aber auch eine Macke manchmal. So. Einmal Ditte hier, einmal Ditte da. Puh, jetzt reicht's auf jeden Fall. So, und dann wird der Scheiß angeschlossen. Wasserleitung ist gelegt dann. Kann die Leute im Kraftwerk auch duschen, wenn es halt mal ein Kraftwerk wäre, als im Moment nur eine Grube. Ja. Das ist halt auch so eine Arbeit, die könnte ich eigentlich so nebenher mal machen, so wie Schönheitsarbeiten. Ne? So. Funktionierst du? Du funktionierst. Siehst du wohl. Ist ja nicht für warme Leute hier, ne? Eisengitter könnte ich hier, glaube ich, auch mal in die Kiste hier packen, ne? Swish. Stirbt mich nicht mehr. Das ist bald durch mit dem Kupfer. Zumindest halt mit der Ladung. Und jetzt will ich tatsächlich nochmal Kupfer holen. Aus einem E-System natürlich nicht, aus dem Berg, hallo. Wir holten schon sowas aus dem Berg. Aber wir können da auch mal gucken. Wir haben ja auch noch unser Testgelände, wo wir auch mal wieder nach dem Rechten sehen müssen. So alle Jubeljahre und so.